Moin Moin, mal wieder zurück, willkommen auf dem Kanal. Heute aber mit einer kleinen Präsentation von der Playmat zu Rhone. Ja, Unboxing von Rhone habt ihr ja schon auf dem Kanal, das könnt ihr euch angucken. Und hier haben wir dann mal die Playmats, die es dazu gibt. Deshalb heute etwas weiter von oben betrachtet, die ganze Geschichte. Ja, hier spiegelt es natürlich mal wieder wie so. Ja, versuchen wir es ein bisschen so. So, ja, ihr seht. Das deckt das Cover vom von der Box ab. Sprich, sieht genauso aus. Hier haben wir die Box. Hier haben wir die Spielmatte dazu. Ist auch schön groß. Die Qualität ist jetzt natürlich okay, aber ist halt jetzt nicht so wie die normalen Playmats mit unten richtig mit Gummi und so. Die rutscht ein bisschen leichter, ist ein bisschen dünner. Aber finde ich cool, dass sie dabei sind. Ich denke mal, ist auch alles immer eine Kosten-Nutzen-Frage und zum Zocken reicht das auf alle Fälle. Macht auch gleich ein bisschen mehr her. Wir sehen ja auch, dass das passend fürs Spiel ist. Wir haben einmal hier das Schlachtfeld. Dann haben wir unsere Technologien, unsere Heldenkarten, unser Deck, von dem wir ziehen und natürlich der Graveyard, von dem wir recyceln können. Und ja, ich finde, das ist eine schöne Sache. Ich habe mir dann gleich da zwei von mitbestellt, damals, wo ich das gebackt habe. Und ja, wird auf alle Fälle dem Spiel gleich einen ganz anderen Touch geben. Ich stehe ja so ein bisschen auf die Optik. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Lasst 1, 2, 3, 4, 5 Daumen da und wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut, ciao.